Moin Leute, heute ist der 3. Dezember und schauen wir mal, was uns heute erwartet. Nach einem eher miserablen Einstieg kam am 2. Dezember ja tatsächlich ein mehr oder weniger interessantes Bier raus, muss man schon sagen. Gucken wir mal rein. Hier ganz oben ist das Ding. So, schau mal. Bier, 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 Bier. Cerveza. Also zuerst mal mit dem Bier hier habe ich von der Schriftart und Farbe sieht ein bisschen aus, als wäre das nicht. Ah ja, hier steht es sogar schon. Da steht's. DAF. Hätte ich erraten, einfach nur hier durch die Schriftart tatsächlich. Na gut, ich habe schon mal einen DAF getrunken, aber noch keins verkostet hier auf dem Kanal. Ich möchte jetzt nicht zu voreilig sein, aber meine Erinnerung sagt mir, es gibt besseres Bier auf der Welt, aber vielleicht ist es auch, vielleicht trügt die Erinnerung. Also DAF-Bier wurde natürlich durch die Zeichentrickserie Die Simpsons nicht nur geprägt, sondern erfunden, ja, muss man ja sagen. Es gab mehrere Brauereien, die schon auf die durch die Simpsons erfundene Marke DAF quasi aufgebaut haben. Allerdings, da gab es dann auch Rechtsstreite und so weiter und so fort. Soweit ich weiß, das war auch mein aktueller Stand eigentlich, wurde dann DAF in Deutschland ausschließlich später von der Klosterbrauerei Eschwege da in Mitteldeutschland hergestellt. Da wurde dann extra eine Firma eingerichtet, die DAF Beverages GmbH. Allerdings finde ich jetzt auf der entsprechenden Internetseite von dieser Firma nur die Information, dass DAF in der DAF Beverages Privatbrauerei in München produziert wird. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was da jetzt stimmt. Gibt es da jetzt eine eigene Brauerei dafür? In München wird es immer noch von der Eschwege Brauerei hergestellt. Keine Ahnung. Man findet beide Informationen auch noch im Internet. Mir fehlen da auch jetzt Insider-Informationen oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß da irgendjemand mehr und kann es mir in den Kommentaren sagen. Tatsache ist, zuerst mal, es sieht ähnlich aus wie in der Serie vom Design her. Klar, da wurde sich logischerweise dran orientiert. 4,9 Volumenprozent Alkohol, 11,2 Grad Plato Stammwürze. Also im Rahmen für ein ganz normales helles Vollbier einfach. Was wir hier noch rausfinden können, ist, dass an erster Stelle Deutschland steht. Da ist also die Info auf jeden Fall schon mal drin. Ja, Zutaten, wo sind sie denn? Das ist gar nicht die Zutatenliste, sondern irgendwas anderes gewesen. Hier steht dann Wasser, Gersten, Malz, Hopfenextrakt. Also wieder mal ein Bier mit Hopfenextrakt und filtriert ist es, da keine Hefe draufsteht. Jetzt wollte ich hier nochmal gucken, ob da noch irgendwie, aber so beim Groben drüber gucken. Steht ja nichts Besonderes, auch nichts zu der Brauerei. Naja, ist ja egal. Jetzt machen wir die Dose mal auf. So, ihr seht, ich habe die Location gewechselt. Liegt daran, ich habe heute einen relativ langen Arbeitstag vor mir und tatsächlich war jetzt Adventskalender hin oder her, war es jetzt nicht unbedingt sinnvoll, mir direkt morgens ein Bier reinzuschütten. Deswegen habe ich es mit auf Arbeit genommen und werde es jetzt hier in meiner Pause einfach für euch verkosten. Ich konnte jetzt auch noch mal nachschauen, was es mit der Historie von der Marke auf sich hat. Also es ist so, dass DAF-Bier vorher schon in Australien produziert wurde und 1999 hat dann ein Deutscher das Patent für ja, das Markenrecht halt quasi
beantragt, hat es allerdings anscheinend nie wirklich genutzt. 2009 dann hat ein anderer das Patent ebenfalls beantragt. Die kamen dann in Rechtsstreit. Der wurde dann 2012 vom zweiten gewonnen. Ja? Und dann gab es auch diese Buff Getränke GmbH, namentlich wohl in München, so auf der Website. Allerdings, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich auch vor Ort produziert wird, ob da nur der Firmensitz ist oder wie auch immer. Also seit 2012 gibt es das Bier hier so, wie ich es hier in der Hand habe, auf dem deutschen Markt. Und jetzt gucken wir mal rein. Diesmal ohne den Dosenschneider, das hat sich einfach nicht als sinnvoll erwiesen. Wie gesagt, es gibt bessere. Ich hatte mal einen benutzt, der ging ohne weiteres richtig butterweich, ging da die Dose auf, konnte es aus der Dose trinken wie aus dem Glas. Mit dem, den ich jetzt habe, das ist ein Scheißdreck. Sorry, ist einfach so. Den benutze ich auch nicht mehr, den schmeiße ich auch weg. Komm, bringt nichts. Machen wir es jetzt auf herkömmliche Art und Weise. Eigentlich ist das jetzt so ein Bier, dass man wahrscheinlich am besten sogar direkt aus der Dose trinkt, fürs Feeling, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Also ihr seht ein hellgelbes bis goldenes, schönes, blank filtriertes Bier mit ordentlich Kohlensäure, mit einem ziemlich schönen, weißen und ja, misch- bis grobporigen, aber doch recht stabilen Schaum. Also optisch kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Da bin ich jetzt fast schon sprachlos. Also wie gesagt, ich habe es schon mal getrunken aus der Dose vor einigen Jahren. Und da hat es mir überhaupt nicht geschmeckt. Allerdings, wie gesagt, wer weiß, wie lange das her ist, was sich da in meiner Trinkerlaufbahn seitdem geschmacklich verändert hat und wie auch immer. Geruchlich gleiches Thema wie bei den anderen. Du merkst einfach, dass es ein Dosenbier ist. Es hat einfach diesen Nachgang von Pasteur-Aroma, ja. Also das ist, aber es ist auch einfach, ich sage das jetzt so oft in den letzten Tagen, aber es ist halt auch einfach schwer zu beschreiben. Ich kann es nicht beschreiben. Also das ist einfach so ein trockener, irgendwie fast schon künstlicher. Mehliger Geruch. So, also ich kann es wirklich ganz, also ich kann es nicht beschreiben. Probiert's aus, vergleicht einfach mal ein Dosenbier und ein Flaschenbier. Die meisten Dosenbiere sind eigentlich pasteurisiert oder eigentlich immer, soweit ich weiß. Vergleicht es doch mal im Direktvergleich, dann seht ihr wahrscheinlich, was ich meine. Das ist da einfach drin, das geht nicht anders, das gehört da so. Hintergründig merkt man dann natürlich eine feine Malzigkeit. Aber wie gesagt, das wird komplett überdeckt, meiner Meinung nach, von diesem oxidierten Pasteurgeruch. Das ist jetzt halt wieder so ein Kandidat, helles, leichtes, schlankes Bier. Da kommt es einfach viel zu arg durch. Ja. Gestern bei dem Eichbaum, das war einfach so ein komplexes Bier, dass das überlagert wurde. Und hier ist es jetzt halt wieder voll drin. Das sind halt alles Biere zum so trinken, aus der Dose, kalt, auf dem Weg, direkt aus dem Edeka raus, mit einem Schweinebauchweckle und dann Dose aufgemacht und dann zum Vesper und auf dem Heimweg oder wie auch immer, dafür sind die da. Oder auf dem Festival, günstig, haltbar, leicht, geht nicht kaputt. Also das sind die Vorteile vom Dosenbier und gerade vor allem von den Bieren, die wir jetzt hier, und gerade vor allem von den Bieren, die wir jetzt hier eigentlich gerade getrunken haben, bis auf das jetzt gestern. Aber, zum jetzt hier verkosten aus dem Glas und gemütlich daheim trinken. Aber gut, ganz ehrlich, da holt sich auch keiner eine Dose, würde ich sagen. Jetzt probieren wir es mal. Lange Rede, kurzer Sinn.
Boah, da schüttelt es mich fast ein bisschen. So wie beim Dominikaner am 1. Dezember. Das, was ich im Geruch schon vorhin beschrieben habe, komplett geschmacklich, komplett vordergründig, wird alles überlagert durch diesen, durch dieses Oxidationsaroma da. Also boah. Also schwer, schwer dazu was zu sagen. Also ich würde mal sagen, nach dem Vorbild von dem Bayerisch Hell, was eh nicht so mein Bierstil ist, recht süß, malzbetont und trotzdem schlank auf der einen Seite jetzt. Gleichzeitig dieses Vordergründige, was einfach den ganzen Geschmack dominiert. Eine Hopfigkeit suche ich fast vergebens, eine bittere oder so, die das ein bisschen rausspült, auswäscht. Es wirkt holzig, dumpf durch dieses, ja, durch dieses Dosenbieraroma. Kaputt gemacht einfach, wenn mich fragst. Also, sorry, ist nichts anderes. Ja. Wie gesagt, da gibt es natürlich die Verfechter, die sagen, oh, das ist geilste Bier, aber das sind ja noch meistens Leute, wie gesagt. Wenn ich jetzt auf dem Festival hier damit Gandalf der Blaue spiele oder mir einen Trichter reinleere, dann ist mir auch klar, dass ich damit positive Verbindungen hinterlege, ja, im Hinterkopf. Aber so jetzt, nee, sorry, echt. Ja, hätte man da vielleicht noch eine gescheite Hopfenblume, hätte man da noch ein bisschen auf der hopfigen Seite Material dahinter oder irgendwo hapert es da, auf der alkoholischen Seite mehr Stammwürze oder mehr einfach. Aber dann ist halt auch nicht mehr der Bierstil. Na gut, ein Lagerbier hell ist es trotzdem noch, ein bayerisch hell oder ein helles in dem Fall jetzt nicht wirklich. Aber was willst du auch machen, gell? Also im Endeffekt ist es jetzt halt so. Damit musst du leben. Punkte kriegst du mir auch nicht mehr wie das Dominikaner, ganz ehrlich. Das spielt in der gleichen Range mit 4 Punkte und das ist noch positiv. Da ist ein leichter Sympathiepunkt drauf. Duff Bier eben, Simpsons und so weiter. Deswegen geben wir 4. Und das reicht auch. Also man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Also, wie gesagt, das war's mit dem Duff für heute. Ich bin kein Fan. Andere mögen es gern anders sehen. Bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich für meinen Teil bin gespannt und hoffnungsvoll auf den 4. Dezember. Mal schauen, vielleicht kommt da mal wieder so ein Schmankerl wie gestern raus mit dem Red Lager von Eichbaum. Aber da lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne, bis morgen, Freunde. Haut rein.